Video geht es um Fingerübungen. Heute stelle ich dir die Fingerübung Nummer 2 aus dem Fingerübungsheft Hanon vor. Im Video davor ging es auch schon um die Geschmeidigkeit und um den Kontakt des Fingers zur Taste und zu dir. Ich möchte heute vertieft bei diesen Überlegungen und bei dieser Übung bleiben, weil ich sehr viel Feedback bekommen habe und merke, dass da einiges noch weiter zu besprechen ist. Ich habe dir schon gesagt, dass es wichtig ist, dass du diese Übungen getrennt übst. Nicht sofort zusammen, sondern du könntest die Übung so wie notiert sehr tief beginnen. Wenn dir diese Position nicht so behagt, könntest du sie auch mittiger beginnen, das heißt der Daumen C1 beginnt in der Mitte, oder wenn du es noch bequemer möchtest, dann gehst du eine Oktave rauf in der rechten Hand und beginnst mit dem Daumen auf dem C2. Ich zeige dir jetzt einmal die ersten 3 Finger vor und erkläre dir im Anschluss, was ich hier mache. Du merkst, zwischen meinem letzten Satz und dem Beginn am Klavier lag eine Pause. In dieser Pause habe ich in mir einige Sachen wunderbar eingeschaltet. Das heißt, ich habe meine Ohren eingeschaltet, ich habe meine Fingerhaptik eingeschaltet und auch meine innere Vorstellung vom Ton, vom Klang, vom Anschlag. Erst dann bin ich quasi in den ersten Ton gegangen, in den zweiten und in den dritten. Dir ist auch bestimmt aufgefallen, dass ich sehr langsam gespielt habe. Also ich bin nicht reingestolpert in das Stück und habe irgendwie einen Fehler gemacht. Nein, ich versuchte sehr fokussiert und zentriert mit mir selbst einfach nur 3 Töne abzuspielen. Warum glaubst du, weise ich dich so stark auf dieses Phänomen hin? Ich wünsche mir für dich, dass du deine Verbindung der Finger über deinen Arm rein in dein Gehirn noch stärker erlebst. Um das noch stärker zu erleben, musst du eine ganz, ganz klare Verbindung zu dir aufnehmen. Erlaube dir wirklich wie eine Schnecke, ja, du hörst richtig, wie eine Schnecke zu spielen. Dann erst kannst du die Fingerkuppe spüren, die einzelnen Gelenke deiner Finger rein in die Mittelhand. Du weißt, eine Hand ist eine hochkomplexe Angelegenheit. Ich weiß es nicht genau, wie viele Knochen und Funktionsmöglichkeiten hier drin vereint sind. Ein wahres Wunderwerk. Am Klavier ist natürlich wichtig, dass deine 2 Wunderwerke, sprich die Hände mit den 10 Supersportlern, wirklich absolut funktionstüchtig sind. Das heißt, du übst immer und bist darauf bedacht, dass die Lockerheit in deiner Hand zunimmt, dass deine Hand vielleicht wie eine Pfote agiert. Beobachte einmal die Pfote von einem Tier. Ein Tier kann sehr, sehr entspannt und sehr weich und sehr geschmeidig die Pfote bewegen. Die Bewegungen sind optimiert. Das heißt, das Tier ist vermutlich in seinen Bewegungen oder mit seinen Bewegungen sehr vertraut. Und genau das müssen wir auch am Klavier und am Instrument üben, um diese Fingerübungen optimal durchzuführen. Es geht also einerseits um den tiefen Kontakt von dir zur Tastatur über die Finger, über deinen Körper. Und andererseits geht es auch darum, dass du deine Finger kräftigst und wie schon gesagt im letzten Video, die Finger 5 und 4 genauso gut an unseren Körper, an unser Gehirn anzubinden wie die Finger 3, 2 und 1, die ja schon aufgrund des Alltags viel mehr mit uns zusammenarbeiten müssen. Das heißt, es ist wichtig, dass du die Finger 5 und 4 oder 4 und 5 genauso stark an dich anbindest.
Die Übung, die jetzt in der rechten Hand wunderbar funktioniert, könntest du auch noch ein wenig variieren. Du könntest zum Beispiel die ersten zwei Töne schneller spielen und die zweiten zwei Töne langsamer. Ich zeige dir das einmal. Und so weiter. Nun arbeitest du mit zwei unterschiedlichen Schwüngen. Zwei Töne sind schneller, da musst du dich anders konzentrieren als für die langsameren Töne zum Beispiel. Und du wirst schon wieder in deiner Wahrnehmung, in deinem Spielen Unterschiede bemerken. Und genau darum geht es auch bei diesen Übungen, dass du mit deinen Fingern in eine tolle Verbindung kommst, dass dir die Übungen geläufig werden, dass sie dir Spaß machen und dass du dann in der Folge diese Zentrierung, die du hier antrainierst, über diese Basisübungen natürlich im Stück in der Folge gut anwenden kannst. So, jetzt hoffe ich, dass ich dir eine gute Anregung geben konnte mit diesen Übungen. Wenn du die Noten brauchst, bitte schick mir deine E-Mail-Adresse. Unten im Beschreibungstext ist meine Adresse. Da brauchst du mir nur zu schreiben, dann kannst du die Noten von mir erhalten. Wenn dir meine Videos gefallen, freue ich mich natürlich über einen Like deinerseits. Und somit verbleibe ich für heute, deine Dani Wengler, und übe fröhlich weiter. Musik.